Hallo, heute möchte ich mit euch den Kassiervorgang durchgehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal wenn die Kunden auch im Salon behandelt wurden und einmal wenn zum Beispiel ein Laufkunde reinkommt, was nachkaufen möchte oder eine Kundin des Salons auch reinkommt und was erwerben möchte, die aber keinen Termin hat. Wir nehmen uns als erstes die Kunden vor, die auch einen Termin bei uns haben. Und als allererstes hier beim Paul die Frau Albrecht. Die Frau Albrecht ist da im Salon, also geben wir ihr den Status erschienen. Dann wurden alle Dienstleistungen bei ihr getätigt und wir können die Frau Albrecht abkassieren. Also gehen wir nochmal mit der rechten Maustaste auf ihren Namen und sagen kassieren. Dann führt uns das Programm automatisch in die Kasse. Hier oben sehen wir die Kunden, bei der wir gerade sind, also in unserem Fall die Frau Albrecht. Und hier sehen wir die Dienstleistungen, die schon bei der Terminbuchung ausgewählt wurden. Jetzt können wir kontrollieren, beziehungsweise die Friseurin gibt uns die Info, ob das doch alles so passt, was gemacht wurde, ob das so bleiben kann, ob wir noch was ändern möchten. Wenn zum Beispiel bei der Frau Albrecht keine Farbe gemacht wurde, geht ihr einfach in die Zeile der Farbe auf die Anzahl, klickt dort drauf, gebt eine 0 ein und Enter oder auf OK und dann ist diese Dienstleistung aus der Kasse verschwunden. Wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel bei der Frau Albrecht wurde der Damenschnitt nicht von Paul durchgeführt, sondern von einer anderen Mitarbeiterin, geht ihr hier hinten einfach auf den Mitarbeiter in die Zeile rein und klickt zum Beispiel an, dass die Maria das gemacht hat. Wenn jetzt noch eine Dienstleistung hinzukommt, geht ihr einfach in eine leere Zeile, sagt, wer das gemacht hat. Wir nehmen jetzt nochmal den Paul. Und ob wir eine Dienstleistung, einen Artikel oder zum Beispiel sogar einen Gutschein verkaufen möchten. In meinem Fall nehmen wir jetzt eine neue Dienstleistung und sagen, die Frau Albrecht hat eine Balayage bekommen. Ich gehe auf OK und dann ist das in der Kasse drin. Wenn wir jetzt sagen, okay, dieser Bon, das passt jetzt so, dann können wir die Kundin fragen, wie sie bezahlen möchte, ob bar, hier unten bei den Geldscheinen, per EC oder per Kreditkarte. In unserem Fall möchte die Frau Albrecht jetzt bar bezahlen, dann klicke ich hier auf die Scheine, sage die 112,50 € ist okay. Jetzt kommt noch die Abfrage, ob wir noch einen Nachtermin buchen möchten. Das ist bei den meisten Salons auch so eingestellt, einfach als kleine Gedankenstütze, dass man nicht vergisst, nach einem neuen Termin zu fragen. Wir können jetzt hier auf neuer Termin gehen, mit der Frau Albrecht den ausmachen. Wir gucken jetzt mal in 6 Wochen. Da ist sogar was frei beim Paul. Buchen die Frau Albrecht ein mit einer Farbe und einem Schnitt. Sagen auf OK. Dann fragt mich der Computer, ob wir die Terminbuchung abgeschlossen haben und zurück in die Kasse möchten. Da sage ich ja. Und dann drücken wir auf Kassieren. Das ist ganz wichtig. Das darf man bitte nicht vergessen, sonst ist der Bon nicht durchgedrückt. Und derjenige, der abends den Abschluss macht, ist dann am Suchen, wo noch was fehlt. Eure Kundin bekommt jetzt auf dem Beleg den Termin, den wir gerade ausgemacht haben, mit ausgedruckt. Oder wenn ihr ihm per Mail schickt, bekommt sie ihn dort auch mit als Info rein. So, jetzt gehen wir zurück in unser Terminbuch auf den heutigen Tag und kassieren den Herrn Fahle bei der Janine ab. Wieder rechte Maustaste, kassieren. Dann fragt er mich noch, ob die Infos alles so geblieben sind. Und dann sind wir in der Kasse. Wenn der Herr Fahle jetzt zum Beispiel noch ein Produkt mitnehmen möchte, könnt ihr in den meisten Fällen das einfach jetzt abscannen. Also ihr haltet den Scanner an das entsprechende Produkt, was der Kunde mitnehmen möchte, ran, scannt das ab. Sollte das mal nicht funktionieren, könnt ihr auch einfach F5 drücken. Dann geht dieses kleine Fenster auf. Dann könnt ihr jetzt abscannen. Sollte das auch nicht funktionieren, weil zum Beispiel der Barcode bei dem Produkt nicht hinterlegt ist, geht ihr in eine leere Zeile rein, sagt, welcher Mitarbeiter das gutgeschrieben bekommt, das Produkt oder auf wen es gebucht werden soll und geht hier auf Artikel. Es ist leider keine Volltextsuche, also wenn ihr ganz genau wisst, wo ihr das Produkt hier findet, dann könnt ihr das natürlich auch so suchen und mit einbuchen. So. Jetzt hat der Herr Fahle einen Naschnitt drin und das Shampoo. Und wir sagen, er kriegt zum Beispiel noch, weil er ein besonders guter Kunde ist, einen Rabatt. Dann können wir entweder sagen, möchten wir es auf den kompletten Bon buchen. Dann geht ihr hier unten auf Gesamtrabatt
Oder zum Beispiel nur auf den Nassschnitt, dann gehen wir hier hinten einfach in den Rabatt rein. Dann geht das Fenster auf, dann sind die Rabatte drin, die bei eurer Konfiguration eingestellt wurden, beziehungsweise die uns gesagt wurden, die ihr haben möchtet. Und wir nehmen jetzt zum Beispiel mal die 20% auf die Dienstleistungen. Und dann wird das automatisch abgezogen und wir können den Herrn Fahle jetzt wieder fragen, ob er bar mit EC oder Kreditkarte bezahlt. In unserem Fall bezahlt er jetzt per EC. Dann drücken wir auf OK. Er möchte keinen neuen Termin, dann sagen wir OK und kassieren das Ganze ab. So. Jetzt kommt eine Kundin in den Salon, die zum Beispiel einen Gutschein kaufen möchte. Dann fragen wir zum Beispiel immer, ob sie schon Kunde bei uns ist. Dann würden wir es gerne auf ihre Kartei buchen. Aus Datenschutzgründen buchen wir es nicht mehr auf denjenigen, der den Gutschein bekommt. Denn dadurch, dass ja die zukünftigen Termine auch mit draufgedruckt werden auf den Kassenbon, würde jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, tricky Situation, der Chef möchte für seine Sekretärin einen Gutschein kaufen. Wir buchen das auf ihre Kartei und der Chef sieht dann alle folgenden Termine, die die Sekretärin ausgemacht hat. Das machen wir aus Datenschutzgründen nicht mehr. Also entweder buchen wir das jetzt auf Laufkunde oder wir buchen das auf denjenigen, der es kauft, wenn er Kunde bei uns ist. In unserem Fall ist derjenige Kunde bei uns, das ist die Frau Rosenbaum. Sagen auf OK. Also ihr könnt euch die hier oben bei der Kundenkartei raussuchen. Dann ist die Frau Rosenbaum in der Kasse und sie möchte jetzt einen Gutschein kaufen. Wir gehen einfach in eine leere Zeile rein, sagen, auf wen das verkauft werden soll, der Gutschein. Wir buchen es bei uns immer auf Salon. Ihr könnt es aber machen, wie das nach eurer Philosophie eingeplant ist. Und dann gehen wir hier ganz rechts auf Gutscheinkarte und auf neuer Gutschein. Das sind Testobjekte für die Vorteilsgutscheine zu Weihnachten. Wer da Fragen dazu hat, können wir gerne dazu telefonieren. So, jetzt ist erstmal der Gutschein in der Kasse. Jetzt müssen wir natürlich noch sagen, welchen Wert er denn haben soll. Wir nehmen jetzt mal 50 Euro, geben das ein und drücken auf OK. Jetzt möchten wir natürlich die Nummer rausbekommen, damit wir die auf den Gutschein vermerken können. Jetzt fragen wir die Frau Rosenbaum, wie sie denn bezahlt, weil erst dann bekomme ich meine Nummer raus. Jetzt sagt Frau Rosenbaum, hier, ich habe 50 Euro, ich möchte das gerne in bar bezahlen. Wir drücken auf OK und auf Kassieren. Und dann kommt meine automatische Nummer, die ich jetzt in dem Gutschein vermerken kann und dann auch beim Einlösen natürlich brauche. Wir merken uns jetzt mal die Nummer, sagen auf OK und kassieren nochmal eine andere Kundin ab und lösen diesen Gutschein ein. So, in unserem Fall jetzt die Frau Fleischmann bei der Paula wird abkassiert und hat von ihrer Oma, der Frau Rosenbaum, den Gutschein geschenkt bekommen und möchte ihn gleich einlösen. So, das passt alles. Jetzt hält sie uns den Gutschein hin. Hier, den möchte ich bitte noch einlösen. Dann geht ihr hier unten in der Mitte auf dieses Zeichen mit dem Gutschein und drückt auf Gutschein. Jetzt ist hier die komplette Gutscheindatenbank hinterlegt und ihr könnt euch den Gutschein raussuchen, den die Kundin euch vorlegt. In unserem Fall den die Frau Rosenbaum gerade gekauft hat. Wir gehen auf OK und dann zeigt er uns an, dieser Gutschein hat einen Wert von 50 Euro. Dann drücke ich drauf. Das heißt, ich löse den Gutschein ein und wir sehen jetzt hier, er hat einen Restwert von 0 Euro. Sage OK. Der wird jetzt hiermit abgezogen und die Frau Fleischmann muss jetzt noch 127,50 € bezahlen, die sie mit der EC-Karte bezahlt. Sie möchte keinen neuen Termin ausmachen. Wir drücken auf OK und auf Kassieren. Hier oben auf dem Taschenrechner, wo Belege steht, könnt ihr mal draufdrücken und dann seht ihr alle Belege des heutigen Tages. Die können ja auch mit dem Doppelklick auf das Pluszeichen nochmal richtig angeschaut werden. Und eventuell, wenn eine Änderung vorgenommen werden muss in der Zahlungsart oder wenn was auf einem falschen Mitarbeiter gebucht wurde, kann das vor dem Kassenabschluss auch noch geändert werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Frau Fleischmann sagen, die Farbe hat nicht die Paula gemacht, sondern jemand anderes, drücke ich von dieser Dienstleistung drauf und sage, ich möchte den Mitarbeiter ändern. Das hat jetzt zum Beispiel die Jasmin gemacht. Dann fragt mich das System nochmal, möchte ich diese Transaktion ändern? Ja, das möchte ich. Und dann sehen wir, es ist jetzt von der Paula auf die Jasmin umgesprungen.
Wenn wir zum Beispiel sagen, die Frau Albrecht hat heute früh nicht bar bezahlt, sondern mit EC, weil man abends beim Abschluss festgestellt hat, da ist eine Differenz, dann gehe ich auf den kompletten Bon von der Frau Albrecht und sage, ich möchte die Zahlungsart ändern. Dann sagen wir, es ist nicht beim Bargeld 112,50 Euro, sondern 0. Und beim EC sind die 112,50 Euro. Drücke auf OK, nochmal auf OK und dann wird diese Transaktion geändert. Es ist vom Bargeld zu EC gesprungen. Und mein Abschluss stimmt dann in diesem Fall. So, und dann haben wir noch eine Möglichkeit, wenn die Kundin vor euch steht, ihr Portemonnaie vergessen hat und ihr eine Rechnung mitgeben möchtet. Wir nehmen uns noch mal eine Kundin in die Kasse, die Frau Goral, und buchen für sie mal ganz schnell was ein, eine Balayage und einen Schnitt. Und jetzt steht sie vor euch und sagt: Oh mein Gott, Sie müssen mir bitte eine Rechnung mitgeben, ich habe alles zu Hause vergessen. Dann könnt ihr hier unten auf den Koffer gehen und der Kundin das aufs Kundenkonto schreiben. Das mache ich jetzt, okay, kein neuer Termin und kassieren. Dann sehen wir jetzt in der Kundenkartei bei der Frau Goral ein rotes Buch und hier sind noch 127,50 € nicht bezahlt worden. Wir haben bei uns einen Vordruck erstellt mit auf unserem Firmenpapier. Und dort schreibt die Rezeption immer die Belegnummer rein, den Wert nochmal rein und die Bankverbindung steht drauf. Das geben wir der Kundin mit und dann kann sie das überweisen. Es geht aber auch, falls sie zum Beispiel den nächsten Tag reinkommt und sagt, hier, ich habe das jetzt bar mit oder per EC möchte ich bezahlen, geht das auch. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie die Einlösung funktioniert. Ihr geht in die Kasse rein, holt euch die Frau Gora in die Kasse. Und sie steht jetzt zum Beispiel den nächsten Tag vor euch und sagt, oh, ich habe das jetzt bar mit und möchte das gern bezahlen. Dann drückt ihr in die leere Zeile und holt euch das Kundenkonto rein. Jetzt sehen wir, die 127,50 von dem Buch hier sind drin. Und wir können jetzt sagen, das wird per EC bezahlt. Okay, und kassieren. Und dann ist das Ganze wieder raus. Das können wir uns nochmal angucken. Wenn ich die Frau noch mal in die Kasse hole, ist das jetzt nicht mehr als Outstanding drin, also es wurde bezahlt. So, ich hoffe, das konnte euch jetzt ein bisschen helfen, das Tutorial für den Kassiervorgang. Sollten noch irgendwelche Fragen offen sein, könnt ihr euch gerne melden. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.